Schrille Typen, schräge Frisuren und jede Menge Highlights. Ab in die 80er. Wir feierten neue Stars und durchlebten schwere Krisen. 1982, ein Jahr des Friedens sollte es werden, aber richtig friedlich blieb es nicht. Wir haben demonstriert, manchmal kräftig gerempelt, aber auch das Leben gefeiert. Wandern im Winter muss man mögen. Mitten im Januar 82 packten 2000 Leute im Ruhrgebiet ihr Ränzlein und gesellten sich zu Bundespräsident Karl Carstens. Der war zu Fuß auf Tour, von der Ostsee bis zu den Alpen. Das Ruhrgebiet fehlte noch. Und ein paar Kumpels für unterwegs. CDU-Chef Kurt Biedenkopf wanderte mit und Ministerpräsident Johannes Rau. Wandern war damals schwer angesagt. Gerne auch im Wanderverein. Allerdings nicht bei mir. Gestatten, Dietmar Bär, garantiert ohne Wanderlust. Alarm, Alarm, angreifen, Sektor, eingreifen. Wir sind schon überall. Boah, da kriegst du ja eine Netzhautablösung. Dieses Geflimmer. Damit ging es 82 richtig los. Ich war aus dem Alter schon raus. In dem Jahr wurde ich 21. Definitiv zu alt für das Gedaddel. Auch Jugendliche sind vom Fieber an diesen Kriegsspielgeräten gepackt. Bundesweit sind bis heute ca. 100.000 solcher Videogeräte registriert. Und die Hälfte davon sind sogenannte Videokiller. Ein Killer mit Kappe und roter Latzhose. Der Untergang des Abendlandes stand unmittelbar bevor. Wir halten diese Geräte für jugendgefährdend. Sie wirken von ihrer Anlage und ihrer Tendenz her verrohend. Sie verherrlichen Gewalt, zum Teil auch Rassenhass. Wir halten dies für sehr schlechte Beispiele und sind deshalb der Ansicht, dass Kinder und Jugendliche damit nicht spielen sollten. Doch das Unheil nahm seinen Lauf. 1982 kam aus den USA die Revolution. 8-Bit-Prozessor, sagenhafte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, der Commodore C64. Alle wollten ihn haben. Zwei von ihnen hocken heute noch in einem Weltkriegsbunker in Duisburg und sind der Höllenmaschine verfallen. Wir haben ja Summer Games mit 4, 5, 6 Leuten immer zusammen gespielt und das war dann die erste Möglichkeit, zu Hause sowas zu spielen. Ich habe eine gute Erinnerung an die Zeit. Ja, man hat den Rechner gekriegt und man wurde geflasht. Sowas gab es noch nicht. So viel Farben, so viel Sound. Und dann wurde es immer noch besser. Der Commodore 64 war der Computer der 80er Jahre. Commodore. Eine gute Idee nach der anderen. Also allein die Grafikauflösung, man kannte nur kleine Blöckchen und plötzlich konnte man Bilder erkennen und Musik hören. Es gab Samples, dass man zwischendurch auch mal in einem Spiel Sprache hören konnte. Sowas hat man noch nicht erlebt. Stay a while. Stay forever. Am Anfang wurde ausschließlich gedaddelt. Das ist definitiv so gewesen. Wenn man so mit mehreren Freunden, dann haben die Eltern gesagt, nicht immer nur vorm Computer, geht doch mal raus. Dann sind wir alle rausgegangen zum nächsten Freund am Computer, haben da gespielt, bis wir da dann mal rausgehen sollten. Und dann sind wir zum nächsten Freund und haben da dann auch mal wieder gespielt. Und die Schulhöfe wurden zu Verbrechernestern, zum Schwarzmarkt. Es wurde heiß gedealt. Jeder hatte Disketten dabei. Es hat sich rumgesprochen, dass man Commodore C64 hatte. Und wenn du so Spiele hattest, die nicht jeder hatte, war es dann natürlich auch wer. Ne? Das heißt, dann kamen die Leute dann irgendwann auch zu dir und haben gesagt, hast du nicht dieses und jenes Spiel? Und ja, das war halt auch so ein bisschen schmeichelhaft für ein Ego, würde ich mal sagen.
glaube, das ist aber so die Karriere, die die meisten gemacht haben. Erst spielen und dann irgendwann mal entdecken, oh, da gibt es ja noch mehr. Und dann rückte das Spielen halt ein bisschen in den Hintergrund. Es kam, wie es kommen musste. Computern wurde Schulfach. Aber keiner über 18 kannte sich damit aus. Was willst du mit dem Computer eines Tages machen oder hier in der Schule? Vielleicht möchte ich irgendwann mal was studieren mit dem Computer. Haben deine Eltern ein Gerät zu Hause, ein Computer? Nein, nur ich. Was hast du denn zu Hause? Commodore 64. Und davon gab es eine Menge. Bis heute ist der C64 der meistverkaufte Computer der Welt. 10 Jahre lang wurde er produziert. Etwa 30 Millionen Stück wurden verkauft. Jan Janssen hat sie gesammelt. Alle Modelle. In seiner Duisburger Wohnung stapeln sie sich. 100 verschiedene. Und demnächst kommt vielleicht ein neues Modell dazu. Denn der Commodore ist als Retro-Konsole wieder auf dem Markt. Aber Jan Janssen schwört eigentlich auf die echte alte Wertarbeit. Den C64 gab es schließlich auch als tragbares Modell. Fürs Daddeln to go wiegt schlappe 11 Kilo. Man kannte den SX64 eigentlich nur aus Zeitschriften. War viel zu teuer, um ihn sich zu kaufen. Aber jeder wollte ihn. Man hatte einen Rechner, den konnte man mitnehmen. Überall konnte man seine 64-Spiele spielen. Besser ging's nicht. Und viel besser geht's auch heute nicht. Also mit den aktuellen Rechnern kann man deutlich mehr machen. Sie haben bessere Grafik und besseren Sound. Das ist aber auch das Einzige. Beim 64er war alles neu. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einer Zeitmaschine zurückzureisen, würde ich es nochmal machen. Was war das nun wieder? Jets mit Regendach? Nee, Airbags. Airborne Early Warning and Control System. Ein fliegender Gefechtsstand. 18 Maschinen sollten auf dem NATO-Stützpunkt Teveren bei Geilenkirchen stationiert werden. Aber das wollte man hier nicht so einfach hinnehmen. Gekommen waren die AWACS-Gegner nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Dänemark, Belgien und den benachbarten Niederlanden. Wie immer war auch ein neu gedichtetes Protestlied zu hören. AWACS, go home! AWACS muss weg! Aber es ging ja nicht nur um AWACS, sondern um die gesamte Nachrüstung. Was der Außenstehende nicht weiß, Geilenkirchen-Teveren ist nur einer der Raketenstützpunkte, auf dem schon heute 3 Pershing-Raketen abschussbereit lagern. Hier am linken Niederrhein zwischen Geilenkirchen und Wesel lagern hunderte von Raketen gut verborgen in streng abgeschirmten Basen oder Stützpunkten der Belgier, Briten und Niederländer. Ja, alle hatten ihren Kram hier deponiert. 37 Lager- und Abschussbasen für Atomwaffen gab es. Von der Eifel bis nach Ostwestfalen. Das muss man sich nur mal vorstellen. Hunderte Sprengköpfe und Raketen für den Atomkrieg. Man hatte damals wirklich das Gefühl, dass es jeden Moment losgehen könnte. Aber dann kam Nicole. Seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Die Zeit war reif für ein bisschen Frieden. Und die 17-Jährige trat damit beim ESC an. Ach nee, der hieß ja damals noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Auf Englisch, Französisch und sogar auf Holländisch sang Nicole. Das war zwar gegen die Regeln, aber um des lieben Friedens willen. Germany 12 points. Nicole gewann, als erste Deutsche überhaupt. Und auch Produzent Ralf Siegel freute sich. Da hatte er doch mal das richtige Näschen gehabt. Und was lief sonst so? Weniger Frieden und mehr Nina Hagen. Oder eben neue deutsche Welle.
Made in NRW. Autobahn A1, 50 Kilometer nördlich von Köln. Die neue deutsche Musikszene bekommt plötzlich kräftige Impulse aus jahrelang totgeglaubten Städten wie Hagen, Essen und Gelsenkirchen. Oder aus Bochum, wo sich ein Lokal auf dem Gelände einer stillgelegten Zeche zum Intreff entwickelt hat. Ach ja, die Zeche Bochum. Das war Anfang der 80er mein zweites Wohnzimmer. Hier spielten jedes Wochenende Bands. Und manche haben es echt geschafft. Aha, aha, aha. Da, da, da. Mein Gott, Trio. Ja, die haben wir damals auch in der Zeche gesehen. Und dann standen sie plötzlich in den Charts. Und Nena aus Hagen, klar. Der Rock, die Frisur. Nena war das It-Girl der 80er. Alle Mädchen wollten so aussehen und alle Jungs kriegten Schnappatmung. Nena-Konzerte waren sofort ausverkauft. Ob wir wirklich erfolgreich sind, langfristig hingesehen, das wird sich noch zeigen. Ne? Und das streben wir ja auch an. Also ich möchte nicht heute oben sein und morgen wieder unten. Wir möchten ernst genommen werden. Ne? Nicht so irgendeine Modeerscheinung sein. Na, wenn sie das nicht geschafft hat. Verdammt lange, da hatte ich fast alles ernst genommen. Und dann kam die neue Kölsche Welle. Also wir waren nicht neue deutsche Welle. Wir waren eine stinknormale Garagen-Rock'n'Roll-Band, wo der Sänger zufällig Kölsch gesungen hat. Verdammt lang her von Bab schoss auf Platz 1 der Hitparade. Auch wenn außerhalb des Rheinlandes kein Mensch verstand, was genau denn da so verdammt lang her sein sollte. Ja, wahrscheinlich, weil dieser Refrain und das bisschen, was jeder verstehen konnte, irgendetwas war, wo man selber Inhalte reinfüllen konnte. Jeder hat irgendetwas, was verdammt lang her ist. Ob es die letzte Klassenfahrt war, ob es das letzte Mal war, dass seine Mannschaft in der ersten Liga gespielt hat oder dass er mit dem Mädchen zusammen war oder weiß der Teufel. Irgendwas ist immer verdammt lang her. Und das war so die ideale Lehrform, um selber was reinzufüllen. Und hier begann der Riesenerfolg für Bab. In der WDR-Schlagerrallye. Der Mann, der die Sendung gemacht hat, hieß Wolfgang Neumann. Das war eine Single-Sendung. Und er hat da einfach verdammt lang her spielen lassen, obwohl das überhaupt keine Single war. Nur einfach ging das Ding durch die Decke. Und zwar erst im Jahr 82. 81, wo es rausgekommen war, war das so, ja, war okay, aber es war jetzt noch nicht die Welt. Und plötzlich ging auch dieses komplette Album in der Folge dieser Single ging plötzlich auf 1. Und zwar genau in dem Moment, wo wir das nächste Album rausgebracht haben. Mit anderen Worten, wir haben uns selbst von Platz 1 auf Platz 2 verdrängt. So unfassbar. Vorher hatte Bab in Jugendzentren und Schulen gespielt. Plötzlich standen sie auf den großen Bühnen. Wir hatten eine nie enden wollende Party. Wir haben nur ab und zu mal abgebaut und dann in der nächsten Stadt wieder aufgebaut. Es ging ab. Es war einfach, hat Spaß gemacht. Es wurde auch relativ viel getrunken. Man musste morgens immer gucken, wer mit dem Restalkohol am besten in die nächste Stadt noch fahren konnte. Und wir haben natürlich überhaupt nicht gedacht, dass das... Also zunächst haben wir uns sehr gefreut, dass das erfolgreich war, aber dass das da noch lange dauern würde, haben wir da immer noch nicht gedacht. Wahnsinn! Ja, auch von anderen Dingen dachte man damals, dass sie schnell vorübergehen oder rollen. Rollbretter gab's zwar schon früher, aber 1982 überrollte die Skaterwelle Nordrhein-Westfalen komplett. Ausgerechnet Münster wurde zur Hauptstadt der deutschen Skater-Szene und ein junger Lehrer zum Skate-Guru, Titus Dittmann. In seinem Hauptquartier in Münster zeigt er heute den Jungen, wie es geht.
Anfang der 80er aber war es genau umgekehrt. Ich habe das Skateboarden kennengelernt, ja durch die Kids im Prinzip. Das Image war ja so, dass ein Erwachsener das sowieso nicht angepackt hat, so ein Kinderkram. Und dann habe ich das plötzlich live gesehen und habe gespürt als angehender Lehrer, was das für eine Kraft hat. Und habe es probiert, hat mich selbst total fasziniert und seitdem hänge ich an der Nadel. Ja, und wenn so ein junger, ambitionierter Lehrer das Skaten entdeckt, dann gibt's erstmal blaue Flecken. Und danach gründet er eine Schul-AG. Als seine AG richtig fit war, suchte sich Titus die besten Cracks aus und tingelte mit ihnen als Titus-Show durchs Land. Wir waren einfach ein Haufen begeisterter Skateboarder. Keiner konnte fahren, war trotzdem eine Sensation, weil die hatten alle Skateboarden noch nicht gesehen, die Zuschauer. Und dass man die Wände hochfahren kann, das hatte sowieso noch niemand gesehen. Und von normales Hin- und Herfahren kann man sich gar nicht vorstellen, sind die Leute ausgeflippt und begeistert. Nicht ganz so begeistert waren seine Nachbarn, als er die erste Halfpipe im Gemeinschaftsgarten aufbaute. Egal, wo wir auftauchten, wir waren Störenfrieden, wir machten Krach. Die Dinger klapperten und dann habe ich auch noch eine Halfpipe gekauft, die sich anhörte, als ein Güterzug über eine schlechte Bahnstrecke fährt. Was macht man in so einem Fall? Titus wollte einen eigenen Platz für seine Skater und ging bei der Stadt hausieren, wieder und wieder. Im Endeffekt ging es darum, da ist ein Lehrer, der sich für Skateboarden unglaublich engagiert und so lange alle nervt, bis alle sagen, ja, es gibt ihm irgendwo ein kleines Eckchen, damit er die Schnauze hält. Das Eckchen, das der Nervensäge schließlich zugewiesen wurde, war der Parkplatz vor dem Münsteraner Ostbad. Da bin ich. Bin ich lang nicht mehr hier gewesen. Aus den Niederlanden schaffte Dittmann damals eine alte Halfpipe heran und anderes Spielzeug für seine Skater. Hier hatten wir erstmal einen offiziellen Standort, wo sich wirklich alle getroffen haben, wo regelmäßig jedes Wochenende ein VW-Bus aus West-Berlin mit der Skateboarder hier rübergefahren wurde, weil wir einfach die einzige Skateboardanlage zu diesem Zeitpunkt in Deutschland hatten. Und hier war es auch, wo Titus Dittmann die Münster Monster Masterships ins Leben rief. Dann habe ich gesagt, Gott, machen wir einen Contest. Und dann haben wir alle eingeladen, die wir irgendwie erreicht haben. Und schon waren das erste Mal auch Engländer hier. Dadurch ist ja der Name Münster Monster geboren, weil die Engländer das Münster so schlecht aussprechen konnten. Dann hört es sich immer an wie Monster. Deswegen gibt es seitdem den Münster Monster Skatepark und den Münster Monster Mastership. Und damit hatte er den Zeitgeist voll getroffen. Der kleine Wettbewerb entwickelte sich in wenigen Jahren zum weltweit angesagten Event und wurde 1989 zur offiziellen Skater-WM. Und irgendwann war der Münster Monster Mastership so groß, dass wir die Halle Münsterland gefüllt haben und irgendwann sogar die Dortmunder Westfalenhalle. Aber insgesamt war es natürlich geil. Wir hatten bis zu 20.000 Leute, bis zu 20.000 Jugendlichen zusammengeholt. Das war schon eine Riesennummer. Wer es nicht aufs Skateboard schaffte, machte sich hüpfend zum Affen. Denn es gab nur wenige, die in den Neonwurstpellen so cool aussahen wie Olivia Newton-John. Aerobic. Jane Fonda machte es vor. Und alle machten es nach. 1982 brach die Welle mit Wucht auch über uns herein. Der Gymnastikrausch in deutschen Landen, importiert aus den Staaten, ist eine faszinierende Mischung aus verkaufsförderndem Sexappeal und horrendem Konsum. Was Geld und Fanatik betrifft, befinden wir uns auf dem Gipfel auf- und niederplätschernder Sportwellen. Und was passierte sonst noch 1982? Das Aachener Klinikum war nur eine der Großbaustellen, wo Manager des Gewerkschaftskonzerns Neue Heimat ordentlich zugelangt hatten. 35.000 Wohnungen hatte der Baukonzern allein in NRW gebaut. 1982 deckte der Spiegel Korruption im großen Stil auf. In Düsseldorf sorgte das für einen Untersuchungsausschuss und jahrelange Gerichtsprozesse.
Sieg für Arbeiterinnen. Eine schlechtere Bezahlung für Frauen ist unrechtmäßig, entschied das Arbeitsgericht. Bisher hatte man sie oft in Leichtlohngruppen einsortiert. Ab jetzt galt gleicher Lohn für gleiche Leistung. Naja, im Prinzip. Die Hochzeit des Jahres. In London heirateten still und heimlich Johannes Rau und Christina Delius. Sofort wurde gelästert über Onkel Johannes und seine 25 Jahre jüngere Gattin. Der Rheinpark in Bonn. Hier sollten im Juni 1982 Welten aufeinanderprallen. Die Friedensbewegung brachte sich in Stellung. Zum NATO-Gipfel wurde US-Präsident Ronald Reagan erwartet. Für die Friedensbewegung der Kriegstreiber schlechthin. Auch viele Künstler wollten sich einsetzen, wie Joseph Beuys. Bei mir ist die Anfrage eingetrudelt, ob ich nicht einen Text für den Beuys schreiben wollte. Der wollte sich engagieren gegen die Nachrüstung. Und das habe ich sofort abgehakt. Quatsch, Beuys will nicht von mir einen Text. Das ist garantiert eine Luftnummer. Weg. Und nicht allzu lang später mache ich den Fernseher an und sehe im Fernsehen Teile meiner Band, also es waren drei Leute, plus Wolf Mahn. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Ich höre diesen Text, also Beuys singt den, ich denke, das darf nicht wahr sein. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost. Auf Raketen muss Rost. Ich war eigentlich stinksauer. Warum hat mir dann keiner Bescheid gesagt? Da hätte ich auf jeden Fall mal wenigstens mal drüber gucken können. Also um das Schlimmste noch vielleicht zu verhindern. Aber eigentlich hätte man den ganzen Text verhindern müssen. Er war einfach unglaublich schlecht. Aber auch das hielt Ronald Reagan nicht ab. Er kam trotzdem. Auch um die Befürworter der Nachrüstung zu stärken. Das Gegenteil passierte. 300, andere sagen 500.000, protestierten auf den Rheinwiesen gegen die Aufrüstung. Es war mit die größte Demo in der Geschichte des Landes. Dieses ewige Wettrüsten hat uns natürlich total beunruhigt. Wir haben ja hier in Deutschland auf dem Pulverfass gelebt. Dieser NATO-Gipfel schräg gegenüber auf der Wiese, dann die Möglichkeit zu protestieren, das war einfach ein Konzept, das war so ein Kolumbus-Ei, das hat jedem eingeleuchtet. So geht's. Bab kam auch und stand plötzlich vor Hunderttausenden auf der Bühne. Ich habe dann ganz am Schluss noch den Beuys noch auf die Bühne gerufen mit den Worten, Beuys, komm, Rob, arbeite. Wo der Beuys dann knock, knock, knock immer gesungen hat. Und es sollte noch besser kommen für Bab. Zwei Wochen später, ausverkauftes Müngersdorfer Stadion. Die Stones waren da. Und als Vorgruppe Bab. Auftritt als Vorgruppe bei den Rolling Stones, ist das eigentlich so der Höhepunkt für Bab? Wir haben, glaube ich, alle angefangen in irgendwelchen Bands, die Stones-Stücke nachgespielt hat. Unter anderem, aber hauptsächlich. Ne? Und wenn dann bei den Stones im Vorprogramm spielt, auf derselben Bühne, dann merkst du erstmal, wie unterschiedlich die Dimensionen sind. Ne? Ich weiß noch, dass ich vor dem Auftritt alle Symptome von Lampenfieber hatte, die man sich vorstellen kann. Mit Brechreiz, Durchfall, Schweißausbrüche, Knieschlottern, das komplette Set. Also so ein Lampenfieber habe ich Gott sei Dank mein ganzes Leben nicht mehr gehabt. Dann da hoch und dann siehst du dann all diese Menschen. Also das war für uns das Größte. Nervös, der Häufling mit dem Irokesenschnitt, der mich so hämisch grölt. Ich denk, ich spinne, ich bin krank. Da steht der Müsli-Man. Das war Wahnsinn. Und dass die Kölsche Band vor den Stones spielt, die waren so stolz. Ich glaube, wir hätten Hänschen klein rückwärts spielen können. Die hätten uns abgefeiert. Also wir waren auf jeden Fall im siebten Himmel. Aber jeder, der da war, erinnert sich auch, dass Bab neben den Stones echt nicht so schlecht aussah. It's all right.
Abends gegen 17:30 stehen sie dann endlich auf der 80 Meter breiten Bühne, die Rolling Stones. Ihre Musik weckt Erinnerungen an die 60er Jahre, mehr jedoch nicht. Und so war die Begeisterung hier im Stadion gedämpfter als vor 15 oder 20 Jahren. Man merkte es deutlich, nicht nur die Stones, auch ihre Fans sind älter geworden. Altern wie Mick Jagger, da kann ich mir was Schlimmeres vorstellen. Zum Beispiel singende Fußballspieler. Eieiei, die WM in Spanien stand an und die Nationalmannschaft musste ein Lied singen. Das war damals so. Und Chorleiter war 1, 2 oder 3 Schanze, Michael. Dafür gab es sogar eine goldene Schallplatte. Aber er war der Star der Mannschaft. Torwart Toni de Tön Schumacher aus Düren. Wo er auftauchte, stand er im Mittelpunkt. Es lief echt gut für uns. Bis ins Halbfinale war es mehr oder weniger ein Durchmarsch. Dann kam das Spiel gegen die Franzosen. Die zwei Mannschaften schenkten sich nichts. Deutschland lag in Führung. Dann schoss Michel Platini den Ausgleich. 1-1. Die Nerven lagen blank. Du bist aufgewühlt, es war ja ein Herzinfarkt-Fußballspiel. Und dann, ich erinnere mich noch dran, da kommt dieser Pass von Michel Platini aus dem Mittelfeld auf den Patrick Batistor, der wurde von Manny Kals verfolgt. Und Schumacher stürmte aus dem Tor, wie er es gern machte. Im Fernsehen hatte man nicht gleich mitbekommen, was da eigentlich passiert war. Aber die Zeitlupe zeigte es dann. Eine brutale Kollision. Dann lag er da und hat sich nicht bewegt. Ich bin in mein Tor gegangen, dachte, wenn ich da hingehe und es macht irgendeiner, dann eskaliert das noch. Und ich hatte ja gesehen, dass er sich nicht bewegt hat. Der wurde dann noch runtergetragen, der Patrick. Schumachers Attacke hatte Batiston schwer verletzt. 2 ausgeschlagene Schneidezähne, 2 gebrochene Halswirbel und eine Gehirnerschütterung. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen und am Ende gewann Deutschland das Spiel. Doch dann kam die Sache mit den Jacket-Kronen. Damals durften ja die Journalisten noch auf den Platz kommen. Und der Erste, der zu mir kam, ja, Schumacher, und der Patrick hat 2 Zähne verloren. Und da war ich eigentlich erleichtert, weil ich habe ja gesehen, dass er sich nicht mehr bewegt. Ich habe ja gesehen, dass sie ihn runtergetragen haben. Und dann habe ich gesagt, auch wenn es das ist, bezahle ich ihm die Jacket-Kronen. Aber das war, ja, da sahen die Leute, ja, wie kannst du sowas sagen? Ich würde, den muss man mir zeigen, der nach 90 Minuten, nach einer halben Stunde Verlängerung, nach Elfmeterschießen in so einem Spiel dann auch druckreif spricht. Gedruckt wurde auf jeden Fall einiges. Und die Franzosen waren stinksauer. Toni Schumacher war jetzt der Rüpel der Nation. Daran änderte auch seine Entschuldigung bei Patrick Batiston nichts. Zu dem Vorfall möchte ich nur sagen, dass es mir leid tut, dass es kein absichtliches Foul war. Ich spiele 10 Jahre Fußball, bin Fußballprofi und ich habe noch nie jemanden absichtlich verletzt. Und dazu stehe ich heute auch noch. Dann war das Thema eigentlich auch durch, bis auf dieses erste Spiel dann in Frankreich nach der WM. Ja, wo ich dann als Puppe am Galgen hing und Nazi und du bist aus dem Holz wie die Wächter aus Dachau und Auschwitz geschnitzt. Ich bekam dann eine Androhung, dass die Kinder entführt werden sollten und so. Also das war dann schon nicht einfach. Das war die schwierigste Zeit, die ich zu überstehen hatte. Die Sommerferien standen an. Die WM war vergessen. Zumal Deutschland im Finale gegen Italien verloren hatte. Und der Tross Richtung Süden machte sich auf den Weg. Wie sich das gehörte, stand man erstmal im Stau. Die einen wollten raus, die anderen wollten durch. Wie es halt so ist. Stop and go in Dreierreihen. Mach's Fenster auf, lass Blei herein. Die nächste Abfahrt ist noch weit. Weil alle Welt relaxen will, stehen alle Räder still. Oh, du schöne Urlaubszeit. Zum Glück gab's ja die gelben Engel vom ADAC. Die kamen, wenn der Motor kochte oder der Keilriemen riss. Und zum ersten Mal kamen sie jetzt auch auf 2 Rädern. Mobile Stauberater mit Straßenkarten und Werkzeugkoffer.
Dann konnte es ja weitergehen, in Richtung Holland oder Belgien. Urlaub am Meer. Warum denn weit fahren? Am Strand von Knokke oder Scheveningen war es doch auch sehr schön. Fanden die anderen leider auch. Und heiß war es in diesem Sommer sowieso überall. Sommer 82. Heiß wie nie. Das drückt auf die Wasserrechnungen. Oder Riviera-Wetter an Rhein und Ruhr. Der englische Professor Hubert Lamb, Klimaforscher an der Universität in Norwich, prophezeit für die Zukunft Riviera-Sommer in Nordrhein-Westfalen. Ach, so ein Quatsch. Klimawandel, schräger Gedanke, fand auch der WDR-Reporter damals. Die Landeshauptstadt im Südseelook. Der Dom im Schatten von Palmen. Und wenn schon die Sonne der Politiker sich verdunkelt, so dürfen doch die wackeren Nordrhein-Westfalen hoffen. Die goldenen Sommer, von denen die Wissenschaftler sprechen, kommen langsam, aber stetig über sie. Und noch mehr gute Nachrichten gab es. Funkübertragungsstelle 10. So nannten die Romantiker von der Post den neuen Fernsehturm in Düsseldorf. Der Rest der Stadt nannte ihn Düsselrüssel mit Karussellrestaurant. Aus 180 Metern Höhe konnte, wer wollte, bei Champagner und gutem Wetter bis nach Köln gucken. Deutsche Meisterschaften im Seifenkistenrennen, das waren Gefährte. In Duisburg-Uhlenhorst trafen sich tollkühne Jungs in ihren rollenden Kisten. Die Besten aus ganz Deutschland. Und am Himmel wurde es laut. Bei den NATO-Herbstmanövern donnerten Kampfjets übers Land, oft in nur 75 Metern Höhe. Die Bundeswehr richtete eine Meldestelle gegen Tieffluglärm ein. Leiser wurde es deshalb nicht. Jeder spürte, der Kalte Krieg könnte auch schnell wieder heiß werden. In diesem Herbst wurde das Ruhrstadion in Bochum zum Zentrum der Friedensbewegung. 150.000 Menschen machten sich auf zum Festival Künstler für den Frieden. 200 deutsche und internationale Künstler hatten sich angesagt, um den Protest gegen die Nachrüstung zu unterstützen. Können Schlager Raketen schlagen? Sicherlich nicht, aber viele Stimmen, viele Menschen, die um den Frieden fürchten und dem atomaren Abschreckungsmechanismus misstrauen, können sehr wohl eine massive politische Kraft darstellen. Wir haben damals in meiner Heimatstadt Dortmund protestiert, denn da wollten sie das Schauspielhaus schließen. Es kamen Theaterleute aus ganz Deutschland. Ich auch. Der WDR hat sogar gefilmt. Cooler Schauspielschüler aus Bochum. Und damals begann meine Fernsehkarriere. Beim WDR, im Schulfernsehen. Als wütender Schlagzeuger Johnny. Was hast du denn? Ich hab die Schnauze voll! Ich spielte einen Jungen, der eine Lehrstelle sucht und ziemlich frustriert war. Damals interessierte mich vor allem die Schauspielerei. Das war meine Welt. Aber an einem Ereignis kam in dem Jahr keiner vorbei. Die Bonner Wende. Die Koalition zwischen SPD und FDP hatte sich entzweit. Kanzler Schmidt fehlte der Rückhalt. Wir tragen die Regierungsverantwortung mit innerer Überzeugung, aber wir kleben nicht an unseren Stühlen. Ende September traten die FDP-Minister zurück. Die sozialliberale Koalition, es gibt sie nicht mehr. Statt Rot-Gelb gab es jetzt Schwarz-Gelb. Vor dem Eingang 3 des Bundeshauses, kurz vor 8:30 heute früh. Helmut Kohl schickt sich an, Bundeskanzler zu werden. Viele Jahre hat er dafür geackert.
Kurz vorher hatte die Union mit den neuen Freunden von der FDP in einem konstruktiven Misstrauensvotum Kanzler Schmidt gestürzt. Der Rest war Formsache. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete. Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die Frage... Für sofortige Neuwahlen eigentlich ist scheiße alles. Mir wäre es am liebsten, wenn die Grünen an die Macht kämen. Ja, ich sehe es mit Freude, kann man sagen. Ich würde sagen, jetzt geht's wieder bergauf. Kohl war drin, Schmidt war raus. Nicht nur ein Regierungswechsel, ein Epochenwechsel. Dass diese Epoche 16 Jahre dauern sollte, das hätte sich damals keiner träumen lassen. Ich wünsch dir die Hölle auf Erden, wenn du heut gehst. Helmut Kohl war am Ziel. Von jetzt ab sind sie es also jetzt 100%. Aber das reichte Kohl nicht. Er wollte Neuwahlen, um seine Regierung zu legitimieren. Meine Damen und Herren, die weit überwiegende Mehrheit unserer Bürger will ebenfalls Neuwahlen. Das aber ging nach dem Grundgesetz nur mit einem Trick. Kohl stellte die Vertrauensfrage und ließ die eigenen Leute gegen sich stimmen. Er wusste, er konnte bei Neuwahlen auf die Mehrheit der Wähler bauen. Aber nicht nur im Bundestag wurde in diesen Tagen Geschichte geschrieben. Im Herbst sollte in Nordrhein-Westfalen eine Bastion fallen. Die Jungs in Grün bekamen Kolleginnen. In anderen Bundesländern gab es schon längst Frauen im Streifendienst. Nur NRW hinkte hinterher. Das sollte sich jetzt ändern. Aber manch einer war not amused. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen Einsätzen große Schwierigkeiten gibt für den einzelnen Kollegen, denn er ist dann nicht nur auf sich, sondern auch auf seine Kollegin gestellt. Und das kann bei einigen Einsätzen sehr, sehr schwierig sein. Können die sich nicht selbst ihre Haut wehren? Ich halte es für sehr problematisch in einer Gaststätte, die solche Einsätze haben wir häufiger, wo es zur Sache geht, so wie wir es sagen, dass man dann eine Beamtin einsetzt. Sie ist meines Erachtens aufgrund ihrer Ausbildung vielleicht doch in der Lage, sich zu wehren, aber aufgrund vielleicht ihrer körperlichen Gestalt ist es mit Sicherheit schwierig, wenn es nicht nur ein Gegner sind, sondern mehrere Gegner sind, die auf sie zukommen. Doch alles Lamentieren half nichts. Die Frauen kamen. 73 im ersten Jahrgang. Eine von ihnen war Monika Schumann. Ausgewählt aus über 1000 Bewerberinnen, trat sie hier in Selm ihre Ausbildung an. Man war natürlich erstmal ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich froh, dass man jetzt dabei gewesen ist. Für mich war einfach nur wichtig, dass es der Beruf, den ich gerne machen würde. Jetzt gibt's das in Nordrhein-Westfalen. Es hat den Eindruck gemacht, als wäre man doch ein bisschen überrascht gewesen, als wir dann plötzlich doch auf der Matte standen. Man wusste zwar, da kommen jetzt Frauen, aber die Uniformen, die wir dann da bekommen haben, die sahen jetzt nicht so aus, als ob man sich da wirklich groß Gedanken gemacht hätte, was man den Frauen da jetzt anzieht. Ja, hier haben wir dann einmal ein Ensemble der ersten Stunde. Jackett oder Blazer, sag ich mal, war ja generell für uns Frauen einigermaßen gemacht. Und dazu gab es dann diesen schicken, schmalen Rock mit dieser Kellerfalte. Ging ungefähr bis in Wadenhöhe. War nicht besonders schick, wurde damals getragen von den Damen, na, irgendwo so ab 50. Noch besonders zweckmäßig im Einsatz, weil lange Schritte und Täternacheile, insbesondere mit den Schuhen, mit den hohen Absätzen, absolut unmöglich. Bei
bei unseren Ausbildern habe ich das Gefühl gehabt, dass die einerseits ein bisschen stolz waren, dass sie jetzt die ersten Frauen ausbilden durften und dass die auch so einen gewissen Trend hatten, uns so ein bisschen zu beschützen. Leichter wurde es dadurch nicht. Bei einem männlichen Kollegen, da setzt man viele Dinge voraus, ne? Das ist halt ist ein junger Polizist. Manche Sachen kann der, manche eben nicht. Und ich als Frau musste meinem Gefühl nach immer noch ein bisschen besser sein. Es waren dicke Bretter zu bohren, auch vor den Köpfen der Einsatzleiter. Das wurde Monika Schumann und ihren Kolleginnen klar, als sie bei einer Demo in Krefeld in der Hundertschaft eingesetzt wurden. Ja, die Mädels sollten zwar mit, aber nicht in erster Front und nicht in ganz normalen Einsatz, sondern ja, als Kraftfahrer eingesetzt werden, als Kaffeereicher oder Essensausgeber, Pflästerchen aufkleben. Und da haben wir dann damals gesagt, das kann es ja nicht sein. Wir sind Polizisten, wir werden als Polizisten ausgebildet. Und wir sind in diesen Beruf gegangen, weil wir eben diese ganz normale Polizeiarbeit machen wollen. Und da gehört eben auch der geschlossene Einsatz dazu. Und wir wollen raus, wir wollen auf die Straße. Ich schwöre. Nach der Vereidigung trat sie ihren Streifendienst in Wattenscheid an. Alles klar, Herr Kommissar. Die männlichen Kollegen gaben sich gönnerhaft bis skeptisch. Und auch die Presse fremdelte anfangs noch etwas mit den Wachtmeisterinnen. Nur die kriminelle Kundschaft fand das neue polizeiliche Gegenüber bisweilen ganz reizvoll. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass die schwersten Jungs in Anführungsstrichen irgendwo so ganz zahm und zuvorkommend wurden und sich teilweise sogar gefreut haben, weil sie jetzt von einer Frau bedient worden sind. Ne, die hatten dann was zu erzählen zu Hause. Das fanden die spannend. Das Jahr war fast vorbei. Da wurde es hier im Sauerland in Arnsberg noch mal richtig spannend. Es passierte etwas, womit niemand gerechnet hatte. Ein Außerirdischer landete. E.T. Und die Deutschlandpremiere fand mal nicht in Hamburg oder Berlin statt. Es waren vielmehr die Arnsberger, die zwei Tage vor dem bundesweiten Start anlässlich einer Kino-Neueröffnung mit dem liebenswerten Monster aus dem All Freundschaft schließen konnten. Das alles ist weniger Science-Fiction als ein modernes Märchen. Seine Botschaft, sagt Regisseur Spielberg, ist die Hoffnung und der Glaube an das Miteinander. Er war einfach spitze, war der. War ganz super. Ist das ein Film für Kinder, für Jünger oder auch für Ältere? Das ist, glaube ich, meines Erachtens ist das ein Film für alle, ist das. Also wirklich. Sie ist total geschockt. Das war ein schöner Film, ganz bestimmt. Ach ja, wenn es selbst zwischen Erdenbewohnern und Außerirdischen Freundschaft geben kann, dann klappt's vielleicht auch mit dem Nachbarn. Ein bisschen Frieden in bewegten Zeiten.